Hi Leute, willkommen zurück zu Virtual Motorsport TV. Hier ist wieder euer Laruso und wir hatten Kurswechseln, und zwar Kurswechseln im Street Stock. Und jetzt fahren wir auf den USA International Speedway, ist Lakeland, Florida, USA. Davor sind wir auf Charlotte immer gefahren und jetzt ist jetzt ein paar Tage der Speedway von International von Lakeland dran und er ist auf jeden Fall kürzer. Die Rennen selber gehen anstatt 20, 40 Runden. Darunter merkt man, dass es deutlich kürzer sein wird. Man kann hier mal ein paar Bilder sehen. So sieht der Kurs aus. Der hat auch nicht diese... Ja, der hat eine ganz andere Form. Der hat ein ganz normales Oval. Also ja, das ist... Im Vergleich zu Charlotte ist das schon ganz anders. Ich bin auch schon gespannt, wie sich der fahren lässt. Wir machen ja diesmal praktisch ein iRacing Training auf dem International Speedway. Ja. Und es ist auf jeden Fall mein First Train. Also ich habe noch kein Training absolviert. Ich bin jetzt gespannt, wenn ich jetzt gleich rauskrach, ja, was passieren kann. Ja. Dann tut es mir leid, aber ich habe gedacht, komm. Trainieren nicht, fahr mal so, wie es sich beim ersten Mal anfühlt. Okay, wir fahren jetzt gleich mal los. Wir sind hier schon auf dem Kurs. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ding hier fahren lässt. Ich werde jetzt noch mal einen Moment mal, ich werde mal, bevor es losgeht, fürs Training die Driving Line anmachen, Ideallinie. Einfach für den Anfang ist besser, kann man sich ein bisschen orientieren. Aber was angeht das Bremsen und so. Fürs Rennen werde ich es dann wieder recht schnell ausmachen, weil es mich, weil es mir aufgefallen ist, dass ich mich zu sehr darauf verlasse oder zu sehr auf die Linie achte. Und man muss im Rennen individueller fahren. Da muss man sich anpassen an den Gegnern, zwecks Windschatten und so. Und ich habe das aber nie wirklich hinbekommen und habe immer auf die Linie geachtet. Habe ich im Nachhinein sehr gut beobachten können, weil ich die Videos sehr gut studiert habe, auch alleine bevor ich sie dann hochgeladen habe. Und dann ist mir das ganz gut aufgefallen, dass die Driving Line nicht unbedingt einen positiven Effekt auf mich hat. So. Wie ihr wisst, war Charlotte Oval so, dass man nonstop in Gang 4 voll ausfahren konnte. Ich konnte die ganze Zeit draufbleiben, musste nur halt perfekt einlenken und es ist nie was passiert. Ich glaube, jetzt haben wir das kleine Problem, was das Ganze deutlich schwieriger macht, dass wir hier abbremsen müssen. Und das sieht man ja auch schon an der Driving Line. Und das wird, oh Mann, das wird richtig interessant. Nicht, dass der Oval, das ist, sorry, das, der, das Oval, der Oval, das, ja, der Oval. Hä, sag mal, der, die, das, das Oval, der Oval. Ja, genau, das Oval. Mein Gott. Das ist immer ein langer Arbeitstag, dann ist manchmal das Hirn zu verwirrt. Ja, nee. Also, das Oval ist deutlich kürzer, man merkt es auch. Und man muss abbremsen, also es wird deutlicher anspruchsvoller. Die Bestzeit, was ich auf Charlotte gefahren bin, war 37,6 und das mit Windschatten. Und hier sind wir jetzt ja schon, sind wir ja praktisch schon gleich drunter. Das ist die Frage, ja, müssen wir jetzt gleich mal gucken. Wow, und es ist echt schwerer. Mein Gott, das wird ja richtig schwer. Also, jetzt gucke ich mal, ob ich mit dem dritten Gang... Ah, okay. Dritter Gang ist zu, ja, da kommen wir dran ans Cup. Da müssen wir schalten. Also müssen wir auf jeden Fall vierten fahren. Ich habe gedacht, wir könnten den dritten Gang ausfahren, so, aber das ist natürlich, ja, nee, Quatsch. Geht nicht. Okay, wir fahren jetzt einfach mal, oh, versuchen das Ganze jetzt mal hier irgendwie zu üben. Und wir müssen abbremsen. Und ich merke jetzt schon, es fängt an zum Rutschen. Also, ich stelle mir das Ganze jetzt vor, wenn hier mal so, ich weiß nicht, wie viele Leute hier fahren. Drüben ist mein, auf Charlotte,
Speedway sind wir, glaube ich, maximal, war mein größtes Rennen 18 Leute oder sogar 19. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass hier 19 Leute fahren. Das Ding ist doch viel zu klein. Ich denke, ja, wir lassen uns überraschen, aber das Ding ist ja wirklich irre klein. Und allein schon die Streckenbreite ist ja bei weitem nicht so breit wie bei Charlotte. Also, puh, holla die Waldfee. Wenn das wirklich so ist, dann, ja, dann sehe ich ja Karambolagen, ja, massenweise voraus. Ich habe jetzt schon beim Charlotte sehr viele Unfälle teilweise gesehen und auch, Teilschuld dran gehabt, Teilschuld. Und das ist manchmal ganz ungewollt und da hat man viel mehr Auslaufzonen gehabt, also da mal zum Ausweichen, hier hochfahren und hier, ja. Boah, Leute, das wird ja echt hart. Ja, wir haben ja sowieso, wir brauchen ja nicht mehr viele Rennen, dann haben wir unser Safety Rate von 3.0, das ist ja das große Ziel. Vor dem 8. Juni. Dann geht es auch schon bald in die Sommerpause, weil ich bin im Urlaub eine Woche. Ich werde wahrscheinlich, vielleicht werde ich ein paar Rennen ein bisschen vorher aufnehmen und euch hin und wieder häppchenweise mal was geben. Aber richtig los geht's dann nach dem Urlaub. Dann fängt auch langsam der Bau an von meinem Simulationscockpit, was ich bauen möchte. Ja, Simulationscockpit plus Lenkrad und Triple Monitor, ja, ich tendiere zu Triple Monitor, ich bin mir aber noch nicht ganz schlüssig, aber es macht schon, würde schon Spaß machen. Ich habe schon ein sehr geiles Feeling. Ja, und dann wollen wir das Ganze mal hier ein bisschen intensiver betreiben, dass wir auch ein bisschen weiter vorankommen. So. Auf jeden Fall ist es ein sehr schwerer Kurs, finde ich. Also deutlich schwereres Oval wie Charlotte. Charlotte fand ich dagegen ja jetzt echt easy. Und das ist ja, hier muss man ja wirklich permanent, ja, das meine ich. Jetzt habe ich mal ein bisschen versucht zu driften und laufen zu lassen oder so. Driften ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das so gut ist hier bei iRacing driften. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, das Rad muss rollen, ja. Also, ich bin mir da nicht so sicher. Und natürlich fahren wir jetzt eigentlich sehr schlechte Zeiten, glaube ich. Ich habe jetzt keinen Vergleich. Ich müsste das erste Qualifying fahren und dann weiß ich genau, was die anderen so fahren. Also zum Vergleich. Und ich denke, die fahren bestimmt deutlich weiter runter wie ich. Also ich muss da noch richtig viel üben. So brauche ich in keinem Rennen teilnehmen, sagen wir mal so. Aber dafür gibt es ja Training und iRacing besteht nun mal aus Training, 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 dann nochmal Training, Training, Training und zwischendurch ein Rennen. Dann wieder Training, Training, Training und wir sind jetzt bei 26,7. Jetzt versuchen wir mal trotzdem, wir wollen in dieser Zeit, wo wir jetzt das Video aufnehmen, vielleicht schon ein bisschen die Zeiten purzeln lassen. So, wir haben es jetzt schon mal auf 6 Zehntel purzeln lassen. Über eine halbe Sekunde. Ich denke jetzt, man muss halt die ideale Spur finden und vor allem auch der ideale Bremspunkt, wie viel man bremsen muss. Man darf nicht zu stark bremsen, man darf nicht zu viel Geschwindigkeit verlieren, man darf aber auch nicht zu schnell und ja, diesmal waren wir wieder minimal schlechter. Also ich denke, da werde ich noch ein bisschen Zeit verbringen, bis ich das erste Rennen mache. Ich denke sowieso morgen. Ne, ich weiß nicht, morgen oder ich denke mal am Freitag werde ich die ersten Rennen hier bestreiten, davor trainieren und dann wahrscheinlich bis Samstag werdet ihr dann das erste Video auf YouTube haben,
wo wir live dann mal ein Rennen hier mitgefahren sind. Und wir hoffen natürlich ein positives Rennen. Positives Sinne meine ich, ohne große Kontakte oder sonstiges. Sonstige Unfälle. Weil das ist natürlich immer sehr frustreich. Weil das Rückwärtsleveln, das kann man nicht brauchen. Weil wir sind jetzt bald, wir sind ja so nah dran. Und wollen wir nicht unbedingt noch großartig viele Punkte verlieren. So, oh, jetzt dreht's mich. Ja, ich denke auch, wir kommen jetzt langsam zu Ende. Ich wollte euch nur mal ein bisschen Kurs zeigen, ein bisschen Training und allgemein mal ein bisschen erzählen, wie es aussieht. Thema Road Race. Ja, da müssen wir uns jetzt auch anhalten. Es ist jetzt auch die Strecke gewechselt. Es ist Laguna Seca Raceway dran, glaube ich. Muss ich auch trainieren. Und da ist das große Problem. Da muss ich ja noch richtig viele SR, also ja, Rennen machen, saubere Rennen vor allem, weil da bin ich gerade mal bei 2,52 und bis 3,0. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Müssen wir schauen. Naja, irgendwie wird es schon klappen. Naja, bis, ja, und ach ja, Project Cars. Project Cars kommen natürlich demnächst auch wieder viele neue Videos. Aktuell warte ich ein bisschen auf den Patch, weil mich ein paar, zwei, drei Sachen stören, was ich immer wieder einstellen muss. Und ich hoffe, dass einfach die Woche mal ein Patch kommt. Ich werde trotzdem, ob ein Patch kommt oder nicht ein Patch kommt, am Wochenende zwei, drei Folgen aufnehmen und die nächste Woche mal nach und nach rausbringen. Und Project Cars natürlich kommt auch bald eine neue Folge. Ha. Also gut, lasst einen Daumen da. Es war jetzt nichts Besonderes. Ich wollte einfach mal ein kleines Update machen, was iRacing macht. Also ich bin weiterhin voll dabei und ich würde sagen, keep racing, euer Manu. Ich bin raus.